Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play The Witcher 3 The Wild Hunt. Wir befinden uns momentan im Sumpf, denn in der letzten Folge sind wir mit dem blutigen Baron aufgebrochen, um Anna zurückzuholen, die leider durch einen Fluch der Mumen in eine Wasservibe verwandelt worden ist. Wir sind auf die Suche gegangen, um Hansi zu finden, um vielleicht, vielleicht weiß er ja, was da vorgefallen ist. Aber der ist wahrscheinlich nicht zu Hause. Hansi! Hansi! Er ist nicht hier. Da stimmt was nicht. Ich muss mich umsehen. Vielleicht versteckt er sich. Ja. Frische Fußspuren. Hansi ist hier entlang gelaufen. Ist er vor etwas geflohen? Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich vor den Mumen. Ah. Das Geräusch ist nicht so lecker. Ich weiß nicht, was es ist, aber es macht mir Angst. Ach, da ist er ja. Hoppala. Hast gar nicht gesehen unter dem Ding. Wach auf. Was? Wer? Oh, Hexer. Hast du mich erschreckt? Dachte schon, es wären diese abscheulichen Hexen. Hab welche bei deinem Unterschlupf getötet. Die Mumen haben sie geschickt, um mich zu bestrafen. Die Mumen wollten dich bestrafen? Weshalb denn? Du hast die Mumen gegen dich aufgebracht? Wie das? Ich habe ihnen gesagt, sie sollen verschwinden, aber das mögen sie nicht. Warum hast du das gemacht? Ich wollte Oma helfen. Sie war so gut zu den Kindern. Ohne die Kleinen wäre es hier draußen so fad. Sie wäre vor Langeweile gestorben. Ich habe die Mumen angefleht, ihr nichts zu tun. Aber sie waren wütend. Denn Oma hat die Kinder entkommen lassen. Hast du eine Ahnung, was mit Anna geschehen ist? Dann hast du gesehen, was mit Oma geschehen ist. Oma hatte aus Versehen etwas Mohn und Asche vermischt. Ich half ihr beim Aussortieren. Hab von Natur aus kleine Hände, siehst du? Sowas ist ein Klacks für mich. Waren gerade dabei, die Samen aus der Asche zu holen. Da schrie Oma auf einmal auf. Das Zeichen auf ihrer Hand fing an zu leuchten. Sie rief, ich solle mich verstecken. Bin in eine Truhe gekrabbelt. Hatte kaum Zeit, bevor die Mumen reingewackelt kamen. Die Weberin schnitt Oma eine Locke ab, zur Strafe, dass sie die Kinder entkommen ließ. Dann öffneten sie die Luke im Boden, stiegen runter, weit runter. Leider nicht bis in die Hölle. Okay. Hast du einen Blick durch die Luke geworfen? Sehe ich etwa so dumm aus? Nein, aber neugierig schon. Meine Neugier hört dort auf, wo Dummheit anfängt. Wozu brauchte die Weberin Omas Haare? Irgendeine Idee? Die Mumen hören mit den Ohren anderer. Das Haar gibt ihnen Macht über deren Leben. Manchmal weben sie aus dem Haar seltsame Schnüre und manchmal nehmen sie es mit nach unten. Okay, und was geschah dann? Bist du in der Truhe geblieben, bis die Mumen fort waren? Ich hatte es vor. Sei still und rühr dich nicht, habe ich mir gesagt. Keinen Mucks, bis sie gehen. Aber dann fiel Oma zu Boden, fing an zu schreien und sich die Haare auszureißen. Ich wusste weder ein noch aus. Da bin ich rausgekommen, wollte ihr die Kräuter geben, die sie immer den Kindern gegeben hatte. Aber sie war nicht mehr sie selbst. Sie war ein Monster. Und? Hast du ihr die Kräuter gegeben? Ich hab's nicht geschafft. Die Mumen kamen zurück. Ich bin auf die Knie gefallen und hab sie angefleht, Oma zu verschonen. Da fing die Brauerin an. Böser Junge, oh du Böser, darfst nicht Nein sagen, wenn die Schwestern ein Ja hören wollen. Dann sagte die Flüsterin, lauf, Junge, lauf, bevor deine Beine verfaulen. Sie lachten und ich rannte davon. Und jetzt? Du solltest dich glücklich schätzen, dass du fliehen konntest. Mach ich ja. Aber ich bin die Herrin nicht lange los. Wenn mir mein Leben lieb ist, muss ich mich verstecken. Dann kann ich meine gemütliche Höhle vergessen. Da gucken sie zuerst nach mir. Geh am besten tiefer in den Sumpf, oder? Oh, das werde ich wohl müssen. Und was machst du? Ich?
Da ist etwas in diesem Keller. Der Schlüssel zu Omas Schicksal. Da bin ich sicher. Wirst du ihr helfen? Wenn es noch nicht zu spät ist. Danke, Hansi. Und viel Glück. Gleichfalls. Und sollten dir irgendwelche Wasserhexen über den Weg laufen, versohl ihnen kräftig den Hintern. In meinem Namen. Leb wohl, Hexer. Leb wohl, Hansi. Gut, speichern, auf jeden Fall. Ganz wichtig. Und dann packen wir's. Leider ist mein Schwert jetzt noch nicht so ganz heile, was sehr böse enden kann, wenn jetzt gleich noch mehr von diesen blöden Kackmonstern auftreten, weil ich habe wirklich kein... Nee, ich habe nur Rüstungsapparatursets. Scheiße. Verdammt. Okay. Na gut. Hast du etwas erfahren? Wie ich's mir dachte. Die Mumen haben deine Mutter wahrscheinlich verflucht, haben ihr eine Haarlocke genommen und sind damit in den Keller verschwunden. Die Kellertür ist versteckt. In dem Fall haben wir keine Zeit zu verlieren. Geh vor. Lass mich vorausgehen. Ich rufe, wenn ich was Interessantes gefunden habe. Nasche, fangen wir an. Alleine ist, glaube ich, eine sehr schlechte Idee, weil... Kann ich vielleicht ganz kurz abhauen und mein Schwert reparieren lassen? Ich probiere es mal schnell. Ganz kurz. Plop, 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 plop. Ganz kurz, bin gleich wieder da. Ganz kurz nur, ich bin 2 Minuten bin ich wieder da. Hallo Plätze, weil wenn es jetzt nämlich gleich ums Kämpfen geht mit einem kaputten Schwert, bin ich da ziemlich am Arsch. Aber was mich doch mal interessiert. Bies. Relikt. Das heißt, Reliktöl. Teufelsbewusst und Samum. Mit großem Bedauern muss ich eurer Gnaden mitteilen, dass eure gnadenste Sohn bei der Jagd auf ein Bies gefallen ist. Er war auf der Stelle tot, wie auch seine Knappe, sein Führer, seine Treiber, seine Bauerngefolgschaft und seine Hunde. Kavil Yel, Verwalter des Anwesens der Willipins bei Vysima. Bies sind lebende Muskelberge mit Hörnern und großen Zähnen, wie ihre seltenen Verwandten, die Bumbakquetsch. Leben sie in dichten Wäldern, Sümpfen und Mooren. Menschen gehen sie nach Möglichkeit aus dem Weg, aber wenn dies nicht möglich ist, töten sie mit Leichtigkeit. Warte, ganz kurz. Das ist auch noch ganz wichtig. Mumen, was hilft? Reliktöl. Back. Und Gwen. Okay. Reliktöl haben wir nicht. Trinke? Katze. Ermöglicht das Sehen in völliger Dunkelheit. Schwalbe. Beschleunigt die Vitalitätsregeneration. Die wäre sehr, sehr wichtig. Ich brauche Schölkraut. Neckarherz. Das haben wir nicht. Aber das wäre. Schwalbe wäre doch ganz gut. Schölkraut. Brauchen wir nochmal 3 Stück. Aber wo kriege ich das her? Warte mal. Weil ich gehe da nicht ohne alles da rein. Das wäre Selbstmord. Komme ich dir nicht bekannt vor, Meister Hexer? Du warst so freundlich, meinen Sozius und mich zu retten. Und zwar ausgerechnet vor den Wachen, die ich selber angeheuert hatte. Ach richtig, jetzt dämmert es mir. Seid ihr denn gut angekommen? Sind wir. Und es hat sich gelohnt. Die Geschäfte laufen überraschend gut. Ich habe neue Ware, wenn es dich interessiert. Zu einem ordentlichen Rabatt gerne. Natürlich. Den hast du verdient. Gerne. Dann zeig mal her. Zeig mal, was du anzubieten hast. Echt jetzt? Willst du mich eigentlich verarschen? Plus 32. Alter. Ja, warum nicht?
Ja, das ist aber doof. Weil, na gut. Bis dann. Über das Schwert kann ich mich auf gar keinen Fall beschweren. Mein Mann hat doch einen tollen Posten. Haben du... Wie wär's mit einem Krug Apfelwein? Oh ja. Oder etwas Quark? Meine Vorräte sind nicht riesig, aber umso köstlicher. Ja, doch. Aber ich bin wegen was anderem hier. Zeig mir deine Waren. Hast du... Nein, hast du nicht. Der hat auch kein Schönkraut. Scheiße. Verdammt. Okay. Mhm. Mist. Okay. Weil ich habe auch keine Ahnung, wo ich das herkriege. Leb wohl. Vielleicht, warte mal. Hammer. Vielleicht unter Alchemie irgendwie. Nee. Nee, okay. Gut. Dann müssen wir anderweitig gucken, wie wir an Schöllkraut rankommen. Vielleicht der Weidler, aber falls er was verkauft, aber ich habe jetzt keinen Bock noch mehr, obwohl das wäre vielleicht doch nicht ganz doof. Okay, ich probiere es gleich mal kurz beim Weidler. Wenn ich ihn schnell auf der Karte finde. Schöllkraut wäre schon ziemlich wichtig. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Ich wollte mein Schwert reparieren. Nee, das ist viel zu teuer. Handwerk reparieren. Genau, das wollte ich reparieren lassen. Das wäre mir doch ganz gut. Okay. Leb wohl. Oh, mal schnell. Wo sich denn der Weidler befinden sollte? Ich habe komplett vergessen, wo der war. Aber ich sehe ihn auch nicht. Ich versehe ihn aber auch nicht wirklich irgendwas auf der Karte, was in der Richtung mir weiterhelfen könnte. Shit, Kacke. Na gut. Hast du vielleicht Schöllkraut, Quartiermeister? Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen? Meine letzte Hoffnung. Falls mir, nicht, muss man halt einfach gucken, wie wir da... das ist Schwefel. Nee, hat er auch nicht. Ah, verdammt. Okay. Gut. Dann halt nicht. Auf Wiedersehen. Ich rüste mir schnell das Schwert aus. Plus 32. Bam. Und? Ja, doch. Achso, ich dachte, der hat ein... Okay, egal. Dann halt nicht. Dann müssen wir halt anderweitig irgendwie gucken, dass wir klarkommen. Ah, ha, ha, ha. Wir haben doch ein Dings hier. Hier. Schwupp. Und haben wir noch eine... Mensch, nehme ich gerne mit. Da ist doch eine Werkbank. Bam. So. Das wurde schon mal aufgewertet. Okay, weil der Punkt dabei ist, ich weiß aus Erfahrung, dass der Mumienkampf extremst ekelhaft krank ist. Deswegen gucke ich, dass ich so viel wie möglich vorbereite, weil ich will nicht 10-mal sterben. Will ich nicht. Reicht ja schon, dass ich bei 2 Ertrunkenen und einem Wasservibe da verrecke. Wäre schon schlimm genug. Sind vertrimmt worden wie Novigrader.
Okay. Dann gehen wir mal dahin. Also, ich glaube mal, dass der Kampf jetzt dann gleich beginnt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe es nicht mehr 100% in Erinnerung. Aber es sollte eigentlich theoretisch gesehen soweit sein. Wo bist du denn? Geraden. Achso. Warte mal, hier ist doch Rindraube, aber kein Schöllkraut. Hm. Ach. Upala. Ich habe vergessen, dass hier ein Loch war. Geraden. Ach, das hätte ich vorher noch gar nicht entdecken sollen. Okay. Oh. Wir müssen uns kurz. Okay. Beim ewigen Feuer. So viele habe ich noch nie gesehen. Ziemlich geschmacklos. Was soll das sein? Symbole für ein Ritual der schwarzen Magie. Hexen leben Menschenhallen, verfluchte Puppen ein. So können sie die Seele der Person beeinflussen. Glaubst du, dass eine der Puppen Anna darstellt? Können wir sie befreien, wenn wir sie finden? Ich kenne nur den einen Weg, und der ist riskant. Die Gegenstände, die in die Puppen geflochten sind, siehst du? Sie stehen für echte Menschen. Wir müssen die Puppe finden, die Anna symbolisiert, und sie herausholen. Das ist eine sehr interessante Frage. Du weißt scheinbar eine ganze Menge darüber. Aus alten Folianten über schwarze Magie. Zuerst haben wir alle verbrannt. Aber nun lesen wir sie besser immer zuerst. Und vergiftet eure Gedanken mit Magie und Aberglaube? Was hält der Hierarch davon? Hast du den Mann je getroffen? Nein. Ich auch nicht. Hm. Du hast ein Risiko erwähnt. Das Risiko besteht darin, dass wir nur einen Versuch haben, die richtige Puppe zu wählen, richtig? Ich will's nicht herausfordern. Ich kenne Anna nicht. Du weißt viel über sie. Die Wahl sollte dir leichter fallen. Na schön. Sehen wir uns die Puppen mal an. Ach du nein. Oh Scheiße. Fuck, was machen wir, wenn wir eine falsche haben? Okay, Puppe mit roter Perle. Die hier hat eine rote Perle. Anna trägt solche Perlen an einer Kette am Hals. Wie die Hälfte der Frauen zwischen Novigrad und Wengerberg. Das kann sie nicht sein. Ich sollte mir diese Puppe anderen Puppen ansehen. Na schön. Ich sehe mir die anderen an. Okay, Vogelfedern. In diese sind Vogelfedern eingeflochten. Das könnte glatt Philippa sein. Philippa? Philippa Eilhardt? Wenn das stimmt, dann... Schon gut. Der Name ist mir nur so durch den Kopf gegangen. Philippa ist viel zu klug, um sich von den Muhmen in die Falle locken zu lassen. Außerdem sind wir nicht wegen Philippa hier, sondern wegen Anna. Und mir fällt nicht ein, was Vogelfedern mit ihr zu tun haben sollten. Wohl nicht. Aber was, wenn das eine Ablenkung ist und die Puppe eben doch Anna symbolisiert? Kaum. Die Muhmen haben doch keinen Grund, hier zu tricksen. Wir sollten uns die anderen ansehen. Ich mach alles durch und dann überlegen wir. Interessant. Eine Puppe mit einer Blume? Was findest du daran interessant? Das ist nicht irgendeine Blume, sondern eine violette Stockrose. Der Baron hat erwähnt, dass das Annas Lieblingsblume ist. Du meinst, das ist die Puppe? Das ist die Puppe. Ich glaube, da brauche ich nicht gucken. Das andere ist ein menschliches Ohr. Das ist wahrscheinlich der Dorfälteste. Ja. Ich bin sicher. Ich nehme sie. Gut, dass wir es nicht falsch gemacht haben. Schnell, nach draußen! Wille? Wille? Peter, du bist wieder da. Oh. Alles wird gut. Dir wird es gut gehen. Tammy, ich sterbe.
Ihr geht's schlecht. Ist wie im Delirium. Sie weiß nicht, was um sie herum geschieht. Du bist schwach. Musst dich ausruhen. Nein. Hör zu. Die Muhmen. Ich sollte für immer ihr Monster sein. Du hast den Zauber gebrochen. Doch nun muss ich gehen. Wovon redet sie, Hexer? Die Muhmen haben uns gelingt, wir können ihr nicht helfen. Die Muhmen haben uns betrogen. Ihr Fluch ist ein Todesurteil. Er lässt sich nicht aufheben, zumindest nicht so, dass Anna leben könnte. Wir haben ihren Fluch vorübergehend gebrochen, teilweise. Jetzt nimmt das Schicksal seinen Lauf. Was? Was soll das heißen? Sie stirbt. Es ist schön, euch zusammenzusehen. Tut mir leid, Annie, für alles. Es tut mir leid. Mutter. Tammy, erinnerst du dich der Tag an der Ina? Natürlich. Die süßen Pflaumen, dein blaues Kleid und du hast mir einen Blumenkranz geflochten. Wir haben den ganzen Tag gelacht. Bitte behalte mich so in Erinnerung. Nein! Ich danke dir. Sie konnten sich wenigstens verabschieden. Dank dir. Ich hätte gerne mehr getan. Komm, mein Kind. Das ewige Feuer wird deinen Schmerz lindern. Lass mich in Ruhe. Deine Bezahlung wartet auf Krähenfels auf dich. Hol sie dir dort ab. Das macht es auch nicht leichter. Der Schmerz wird vergehen. Das würde ich sehr gerne glauben. Nimm dir einen Moment mit. Aber dann müssen wir sie begraben. Und nach Norbert fahren. Also gut. Wir müssen ihr einen Moment Zeit geben, damit sie sich sammeln kann. Wenn sie sich beruhigt, kehren wir nach Norbert zu. Zu Befehl. Also. Lasst mich. Haben wir jetzt das Richtige getan? Das ewige Feuer wird unsere Sünden ausbrennen. Dass ich kotzen könnte. Haben wir jetzt das Richtige getan und die haben uns wirklich verflucht? Also sie wirklich ver. Also. Das liegt mir jetzt ja richtig quer im Magen. Aber wir haben doch. Warte mal. Warte mal. Wann? Anna. Welche Puppe steht für Anna? Puppe mit violetter Stockrose. Die violette Stockrose identifiziert Geralt sofort als Annas Lieblingsblume, womit diese Puppe am wahrscheinlichsten Anna repräsentiert. Aber das heißt, dass wir alles richtig gemacht haben. Haben
die Leute nicht gegen deine weiße Visa. Oh, das ist ja übelst doof. Das ist ja richtig behindert. Ich dachte, wir haben jetzt irgendwas falsch gemacht. Und oh, das ist ja übelst doof. Tötest du die Monster? Alle? Also gut, gib mir die Münze. Kopf, wir müssen den Stand auszahlen. Wir gehen titten. Ach, Mann, oh. Das ist aber... Das ist ja richtig blöd. Ach, ernsthaft, hier gibt's auch so ein Ding? Muss ich echt verarschen? Ich bin 10-mal diesem Kackding vorbeigelatscht. Nein! Alter! Was ist passiert zur Hölle? Er hat sich aufgehängt. Das ist doch offensichtlich. Nein! War er betrunken? Ja. Es war klar, dass der Fusel sein Ende sein würde. Alter, nein! Muss ich zwischen einem großen und einem kleinen Übel wählen? Wähle ich lieber gar nicht. Normalerweise steht aber zu viel auf dem Spiel. Manchmal ist es geringfügig besser, das größere Übel zu wählen. Als ich die Waisen im Sumpf rettete, konnte ich nicht ahnen, dass Anna sterben würde. Nie hätte ich gedacht, dass der Baron sie zurücklässt, sich einen Strick sucht und sich aufhängt. Meistens trifft man eine Wahl und blickt dann nie mehr zurück. Er hat alles verloren, was ihm wichtig war. Kein Wunder, dass ihm das den Lebenswillen geraubt hat. Ihr seht aber nicht sehr betroffen aus, du und deine Männer. Wäre es dir lieber, wenn wir hier heulend rumhocken? Der Baron war ein guter Soldat. Aber es hat ihn weich gemacht, sich in Krähenfels niederzulassen. Wir ziehen jetzt andere Seiten auf. Kann ich mir vorstellen. Wollen wir die Straße unsicher machen? Nein! Warte noch. Alter! Unsere Jungs wollten sich mit ein paar Weibern im Heu amüsieren. Aber die Leute hier haben aufgemuckt. Also haben sie ein paar dieser Bauerntölpel in die Scheune gesperrt und die dann angezündet. Alter, warte, nein! Sicher. Wenn ihr den Baumgeist... Nein! Scheiße! Der Baron lebt. Wenn ihr den Baumgeist in der Quest der flüsternde Hügel tötet, zieht der blutige Baron mit seiner Frau in die blauen Berge, um ein Heilmittel für sie zu finden. Der Baron stirbt, lasst ihr den Baumgeist hingegen frei, erhängt sich der Baron letzten Endes. Nein! Alter! Och, scheiße! Nein! Was hast du hier zu suchen, du Streuner? Stoffpuppe. Och nö! Alter! Schon mal von vorbeugenden Arschtritten gehört? Och verdammt! Wollen wir ein paar Milchmädchen melken? Gerne, aber erst morgen. Alter! Ach Manno. Ach verflixte Scheiße. Ja, hier alles durcheinander gewürfelt. Nilfgaardische Forderung, das ist. Hat er vielleicht irgendwo noch einen letzten Willen hinterlassen oder sowas in der Art? Oh, das ist ja mal... Das... Ach, scheiße.
Och, scheiße, nein. Ich bin gerade. Ehrlich gesagt, übelst am Überlegen, ob ich einfach einen früheren Spielstand wieder lade und den Geist töte. Nein! Alter! Okay, warte mal. Kann ich überhaupt? Geht das? Ist das. Ich glaube, theoretisch wäre das hier. Nee. Das ist nachher. 13.08 Uhr, da ist sie schon tot. Wir müssen ja noch weiter zurück. Wir müssten ja komplett wieder zu. Och nein, Alter. Das heißt, wir könnten nicht mehr. Och Mann! Alter! Oh. Scheiße. Scheiße, Alter. Och, hätte ich dieses dreckige Geisterviech einfach umgebracht. Oh, verflixt und zugenäht. Mann. Alter, das ist echt doof. Das sitzt mir gerade echt tief in den Knochen. Naja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen dieser Folge. Ich hoffe wirklich, dass es euch trotz dem Ganzen doch noch gefallen hat. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein, tschö mit ö und gehabt euch wohl, meine Lieben.